Es war schon immer so, unser Pyroherz brennt Dezember. Rauch steht auf Straßen wie Gangster. Wenn die Tüte in der Hand meine Kinderträume trägt und ein Blitzknall Gewitter durch die Winterwolken fegt. Yo Leute und herzlich willkommen zu meinem diesjährigen Silvester-Vlog. Also wir haben heute den Fokus, den 27. Dezember, 9.51 Uhr. Morgen beginnt die Einkaufstour und jetzt beginne ich schon mal meinen Silvester-Vlog für dieses Jahr. Ich bin noch ein bisschen erkältet. Ich hoffe mal, das wird bis Silvester wieder gut. Also deshalb kann es auch sein, dass meine Stimme sich etwas anders anhört. Aber wahrscheinlich merkt ihr den Unterschied eh nicht. Also hier habe ich jetzt gestern schon am zweiten Weihnachtsfeiertag verschiedene Mischungen für Silvester vorbereitet. Hier einmal eine Premium-Böller-Mischung und dann zwei Raritäten-Böller-Mischungen. Also die werden auf jeden Fall abgefilmt. Und ja, heute werde ich dann die Vorstellung für diese drei Mischungen hier drehen. Vielleicht noch ein paar andere Mischungen zusammensuchen. Und dann werde ich Raketen und Batterien aus dem Keller holen und Vorstellungen noch ein paar drehen. Und ja, aber ihr werdet ja alles sehen, was heute so passiert. Deshalb will ich jetzt auch gar nicht so viel reden. Jetzt muss ich zuallererst dieses Bett hier umbauen. Das ist nämlich eine Couch eigentlich, die man zu einem Bett umgebaut hat. Und auf dieser Couch entstehen alle meine Produktvideos. Und ja, deshalb muss ich das jetzt erstmal umbauen. Bis gleich. So, die Couch ist jetzt umgebaut. Stativ steht auch schon bereit. Und was ich euch auch noch zeigen wollte, diese neue Kamera habe ich geschenkt bekommen zu Weihnachten. Mit der filme ich jetzt auch gerade. Also wird jetzt auf jeden Fall bessere Qualität kommen. Ja, und gerade in dem Satz ist mir bewusst geworden, dass es gar keinen Sinn macht, dass ich das jetzt sage. Weil der Silvester-Vlog wird ja dann erst wieder in der Vorfreudezeit kommen. Und davor kommen ja schon Videos mit dieser Kameraqualität hier. Aber naja, ich habe es jetzt trotzdem mal gesagt. Ich habe auch noch so ein Feuerzeug geschenkt bekommen. Von Exclusive Pyro, das kann ich euch vielleicht auch nochmal zeigen in dem Vlog bei Gelegenheit. Was ich auch noch sagen wollte, heute haben wir extrem gutes sonniges Wetter. Ich kann jetzt leider nicht so in der Nachbarschaft rumfilmen. Das wäre ein bisschen blöd. Und es ist sogar hier so leichter Tauschnee, keine Ahnung wie man das nennt, auf dem Dach. Also Vorfreude extrem, Leute. Und ja, jetzt geht's erstmal in den Keller, noch das restliche Feuerwerk hochholen. So, das Paket ist hochgetragen. Ich musste danach erstmal 5 Minuten meinen Herzinfarkt verarbeiten, weil dieses Paket ist echt sackschwer. Aber, dann kann es jetzt ja losgehen mit Vorstellungen drehen. Aber gerade ist mir noch eingefallen, ich muss noch ein Video dieses Jahr produzieren. Und zwar das Einkaufslisten-Video. Deshalb werde ich jetzt auch noch kurz meine Einkaufsliste holen und dann wird das jetzt schnell gemacht. Weil das sollte ja heute noch online kommen, weil morgen ist ja schon die Einkaufstour und dann ist es zu spät. Also muss ich das jetzt noch zuerst machen und ja. Das Video für die Einkaufsliste ist jetzt abgedreht und das werde ich dann auch gleich schneiden. Meine Mutter belegt nur gerade noch den PC und deshalb fange ich hier jetzt an mit den Produktvorstellungen und später dann auch die Raritätenrunden noch vorstellen kurz. Und ja, dann schneide ich das Video hier, lade das hoch, aber da sehen wir uns, also sehen tut ihr mich ja eh nicht, aber da filme ich bestimmt nochmal und ja, bis dann. Oh, ich melde mich mal wieder mit den Vorstellungen für Batterien und Raketen, bin ich jetzt soweit durch. So viel war es gar nicht, weil ich ja nicht von jedem hier einen Test machen will. Die vier Batterien hier, das sind Kartons dazu. Das hier sind eher alles allseits bekannte Batterien, brauche ich nicht testen. Hier Raketensortimente habe ich ein paar. Und hier das Rocket Rally werde ich jetzt auch nicht mehr testen, weil ist letztes Jahr übrig geblieben, ist jetzt schon auf, es fehlt schon was. Und die Vorstellung von letztem Jahr gefällt mir nicht mehr. Und deshalb wird es jetzt halt nicht getestet, Pech gehabt. Und ja, dann werde ich mich jetzt mal an das Schneiden von dem Einkaufslistenvideo machen. Ich putze hier nebenher auch fleißig meine Nase. Sehr schönes Bild, ich weiß. Damit ich dann an Silvester hoffentlich wieder gesund bin. Und ja, dann sehen wir uns, denke ich, am PC wieder.
So, mittlerweile haben wir schon 12 Uhr. Das Video zu der Einkaufsliste rendert gerade, dauert jetzt noch 10 Minuten. Und dann ist hier doch gerade eben tatsächlich noch bei mir der Pixraus-Prospekt reingeflattert. Und da werde ich jetzt mal auf Instagram noch kurz in der Story eine Umfrage machen, ob ich den auch vorstellen soll. Und ja, wenn die Mehrheit dafür ist, dann werde ich das tun, sonst nicht. Ja, mehr habe ich gerade nicht zu sagen. Bis dann. Soeben habe ich das Video online gestellt. Wir haben mittlerweile 13:40 Uhr. Und ja, bei der Instagram-Abstimmung sieht es momentan so aus, dass auch die meisten für eine Vorstellung des Prospekts von Pixraus sind. Also werde ich das wahrscheinlich auch gleich machen. Und hier ist jetzt auch übrigens der Brenner, den ich noch zu Weihnachten bekommen habe. Pyro is not a crime. Sehr geiles Design hier von, von Exclusive Pyro. Ja gut, der Fokus möchte nicht. Aber von Exclusive Pyro auf jeden Fall sehr geil. Ist so ein Brenner mit drei Düsen. Absolut geiles Teil. Also sehr empfehlenswert auf jeden Fall. Und ja, dann denke ich, werde ich jetzt erstmal noch weiter Produktvideo-Vorstellungen drehen. Und ja, dann wahrscheinlich die Vorstellung zu dem Pixraus-Prospekt. Jetzt geht es hier an die Vorstellungen zu den Böller-Videos, zu denen, die ich schon machen kann. Hier die zwei Raritätenrunden. Hier Vergleich Katan gegen Funke. Hier Vergleich Trick Track gegen The King gegen Funke Super 2. Hier paar Bombenrohre, Fontänen. Vergleich zwischen alten und neuen Thunder Airbombs. Böller-Sortiment, also echt schöne Sachen, werde ich jetzt alles Vorstellungen drehen und dann werde ich die Vorstellung hier zum Pixraus-Prospekt drehen und dann wird es hochgeladen und ja, das dürfte es heute dann auch schon größtenteils gewesen sein, aber ihr werdet es dann ja jetzt gleich sehen, was noch so passiert. Der Pixraus-Prospekt ist abgedreht, geschnitten, viel schneiden musste ich da nicht, rendert jetzt gerade noch und oh je, jetzt muss ich hier mit links meine Maus bedienen, das kann ja heiter werden. Hier seht ihr jetzt schon meinen Ordner für die Vorstellungen. Hier, Silvester Vlog hat einen eigenen Ordner bekommen, weil das sind ja immer zwischendrin Videos. Damit ich die nicht immer zusammensuchen muss beim Schneiden, habe ich die ja direkt in den Ordner gepackt. Und ja, ihr seht schon, es sind schon einige Videos heute entstanden. Hier natürlich auch die Prospektvorstellung und die Silvester-Einkaufsliste, aber der Rest sind alles Vorstellungen und da werden wahrscheinlich auch noch welche dazukommen. Und die Einkaufstour war ja noch nicht mal, die ist ja erst morgen. Also ich habe es immer noch nicht ganz realisiert, dass das ja schon morgen ist. Ich komme da einfach nicht drauf klar. Mein Gehirn hat das echt noch nicht so ganz kapiert, aber die Vorfreude eskaliert auf jeden Fall und ja, dann bis zum nächsten Cut. Pixraus Vorstellung ist jetzt auch online, hat noch null Aufrufe, gerade online gekommen. Ja, die Einkaufsliste hat mittlerweile 32 Aufrufe und 6 Likes schon, also nicht schlecht. Mittlerweile haben wir 4 Uhr mittags. Eigentlich bin ich jetzt so gut wie durch. Vorstellungen habe ich die meisten, die ich abdrehen wollte, auch schon abgedreht. Noch eine Raritätenrunde für im Dunkeln wollte ich noch abdrehen. Das werde ich dann noch jetzt zusammensuchen und machen. Und dann wird es ja eh schon bald dunkel. Dann kann ich eh keine Vorstellungen mehr machen, weil das sind die Lichtverhältnisse scheiße. So, wie schon angekündigt, habe ich jetzt noch die Vorstellung für die Raritätenrunde im Dunkeln abgedreht. Wird wahrscheinlich die letzte Vorstellung für heute gewesen sein. Ihr seht, sehr kranker Artikel, sogar das Blue Star von Diamond ist dabei. Also falls ihr das noch nicht gesehen habt, Link ist jetzt hier. Oder es kam noch nicht online, dann könnt ihr euch drauf freuen. Ja. Und ja, das war's dann heute mit den Vorstellungen. Hier sieht's schon aus. Da unten die Raritätenböller. Also, hier liegt schon einiges rum. Und ja, es war noch nicht mal die Einkaufstour. Also, nach der Tour wird's hier richtig voll sein. Und es werden nochmal richtig viele Vorstellungen gedreht. Aber naja, ihr werdet es dann ja alles sehen im weiteren Verlauf des Vlogs. Und ja, dann, das war's. Mehr habe ich nicht zu sagen. Soeben habe ich festgestellt, dass meine alte Kamera genau den gleichen Akku hat, wie meine neue auch.
Das ist sehr, sehr praktisch, weil der Akku war jetzt schon halb leer von den ganzen Vorstellungen. Und so kann ich den hier aufladen und gleichzeitig weiterfilmen. Bringt jetzt zwar noch nicht so viel, aber an Silvester wird sich das bestimmt noch als nützlich erweisen. Und ja, sehr geil auf jeden Fall. Ja, Leute, kurzer Zeitsprung. Wir haben mittlerweile schon kurz nach 8:30. Ich war in der Zwischenzeit schon Döner essen. Richtig fett. Bei Lidl habe ich auch vorbeigeschaut. Werde ich euch jetzt vielleicht kurz eine Story einblenden. Da ist schon alles leer geräumt. Fürs Feuerwerk, also auch richtig geil. Und jetzt wollte ich hier eigentlich den Livestream angucken von Balloons, aber da kommt immer nach einer Weile diese Fehlermeldung. Ich habe keine Ahnung warum. Und wenn ich das Ganze dann aktualisiere, dann funktioniert es wieder. Ich mache mal kurz lautlos. Aber das Ganze funktioniert dann auch nur eine Weile und dann geht es nicht mehr. Ich weiß nicht warum. Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall absolut nervig. Und ja, mal schauen. Wahrscheinlich ist es auch die letzte Videosequenz. Wie nennt man das? Ja, der letzte. Guck schon wieder. Fehlermeldung ist schon wieder da. Ja, wahrscheinlich ist es jetzt das letzte Mal, dass ich mich für heute melde. Und dann sehen wir uns erst morgen am ersten Verkaufstag wieder. Und ja, Livestream werde ich heute auf jeden Fall nicht mehr schauen, weil funktioniert ja nicht. Naja, egal. Bis morgen, Leute. Morgen geht's los. Ciao. So, ich melde mich heute doch nochmal ganz kurz. Ich habe den Stream jetzt doch zum Laufen gebracht. Aber das Ganze funktioniert anscheinend nur auf Chrome. Weil Firefox hat es einfach nicht funktioniert. Ich finde Chrome einfach ultra hässlich, weil man kann hier zum Beispiel nicht mal das Fenster lautlos machen. Ich muss jetzt Pause drücken bei dem Stream. Aber ja, jetzt läuft es immerhin. Jetzt gönne ich mir noch ein bisschen den Stream und dann werde ich auch bald pennen gehen. So irgendwann zwischen 10 und 11 würde ich sagen. Damit ich morgen fit bin. Um 7:30 klingelt morgen mein Wecker. Und dann geht's los auf die Einkaufstour, Leute. Vorfreude eskaliert. Bis morgen. Ciao. Und das Feeling ist da, Silvester ist nah. Kennt ihr dieses Kribbeln, wenn ihr aufwacht jeden Tag? Jeder Weihnachtsmarkt auf Straßen, im Radio jedes Weihnachtslied. Wieder ein Jahr vergangen, unglaublich wie die Zeit verfliegt. Schon besonders an Kindertagen. Diesen Stall aus dem Wunderpark wollte ich schon immer haben. Kleine Böller bis zum Himmelstürmer. Und so wollte ich immer...